Hi, wir sind Lars und Sven Bender. Wir laden dich zum ersten Kids-Camp. Ich performe. In 2 Tagen geht sich alles um Basketball, Fußball, um mentale Herausforderungen und natürlich wird auch das Thema Ernährung nicht zu kurz kommen. Es stehen spannende Spiele an, du trainierst mit den Profis, du lernst mit dem Sport und dem Kopf anschauen. Ja. Was ist ein Peak-Performer? Ein Peak-Performer, der wird sich immer weiterentwickeln. Und der will immer noch was dazu lernen. Und lernen geht ja eigentlich am besten mit Spielen, mit Spaß und mit echten Vorbildern. Und genau diese 3 Dinge wollen wir zusammenbringen bei unseren Kids-Camps. Hallo, ich bin Krešo Loča, Professor der Witzburg. Ich erwähne euch jetzt mehr Tipps von Profis und mehr Spaß im Basketball. Jetzt kennt der Peak-Performer findet in den Bayerischen Pfingstferien am 14. und 15. Juli 2022 in der IT-Lease Arena in Kitzingen. Scanne jetzt den QR-Code und schick uns ein Video, warum du dabei sein möchtest. Bis bald, wir freuen uns auf dich. Ciao.
war die Runde. Bald, wir freuen uns auf dich. Ciao.
dabei sein möchtest. Bis bald, wir freuen uns auf dich. Ciao.
Wir sind Lars und Sven Bender und laden dich zum ersten Kids Camp der Peak Performer Stiftung. In 2 Tagen dreht sich alles um Basketball, um Fußball, um mentale Herausforderungen und natürlich wird auch das Thema Ernährung nicht zu kurz kommen. Es stehen spannende Spiele an, du trainierst mit echten Profis und du lernst immer noch beim Sport den Kopf einschalten. Ja, was ist ein Peak Performer? Ein Peak Performer, der will sich immer weiterentwickeln.
Und der will immer noch was dazu lernen. Und lernen geht ja eigentlich am besten mit Spiel, mit Spaß und mit echten Vorbildern. Und genau diese drei Dinge wollen wir zusammenbringen bei uns im Fitnesscamps. Hallo, ich bin Krešo Loča vom SLW Würzburg. Wer wählt euch jetzt von mehr Tipps von Profis und mehr Spaß im Basketball? Das Kids Camp der Peak Performer findet in den bayerischen Pfingstferien am 14. und 15. Juli 2022 in der IT Reese Arena in Kitzingen statt. Scanne jetzt den QR-Code und schicke uns ein Video, warum du dabei sein möchtest. Bis bald, wir freuen uns auf dich. Ciao.
Thank you.
machen. Thank you.
Schultern sind drauf. Ja, die spielen halt immer gegen schwache Gegner, wo diese schnelle Rannen dann rauf und runter sind. Das halt nett machen, ja. Da muss man aber. Das muss man dosiert machen dann mal. Ja, man. Die machen immer Rannen dann, ne? Das ist der Wahnsinn. Und jetzt gehen wir dann mit offener Stärke, dann wird das dann, wenn die Abi athletisch mithalten.
Thank you.
ein, ja? Ist der Schiedsrichter zumindest sehr blöd am Fuß. Halt's ja überhaupt, ja? Auf die Freebahn, auf die
zum ersten Kids-Camp im Peak Performance Club. In zwei Tagen dreht sich alles um Basketball, um Fußball, um mentale Herausforderungen und natürlich wird auch das Thema Ernährung nicht zu kurz kommen. Es stehen spannende Spiele an, du trainierst mit echten Profis und du lernst, wie man auch mit Sport und im Kopf anschaut. Was ist ein Peak?